Sunset over Norway. See the twilight merge to dawn. Hear the waves caress the shoreline as the island carries on. I've been walking, walking these shores all my days, but with you by my side. Nico von der Hee-Haw Picking Band aus München und ihr hört Country Radio Revolution mit Kurt Pinger und Sylvia Young auf LCR Radio. Yeehaw! Saloon Donauplex. Steaks, Ribs, Burgers and Entertainment. Live-Musik Donnerstag bis Samstag ab 20.30 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr. Wien 22, Wagramer Straße 79. See you soon! Im Saloon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Make no friends in the pits and you take no prisoners. One minute you're up half a million in soybeans and the next boom. Your kids don't go to college and they've repossessed. Are you with me? The revolution starts now. Starts now. We have to pass the bill so that you can find out what is in it. Turn those machines back on! You
You are about to enter the Peter Schiff Show. Show me the money! Live. Live. Country Radio Revolution. Jeden Mittwoch live von 20 bis 22 Uhr. Music, please. Euer Gastgeber, Kurt Binger. Now, here comes the music. Viel Spaß. Get your suitcase, your stereo, and all of your CDs. No more talking, just start walking, 'cause all that's left for you to do is leave. Tell your lawyer, it's all over. Forget what he's got.
listen to. Jo, wunderschönen guten Abend in die Welt. Recht herzlich willkommen. Es ist Mittwoch. Country Radio Revolution live 2 Stunden mit eurer Musik. Und ich muss anzeigen, ich habe mir schon ein bisschen reingekocht. Super tolle Musik. Habt ihr wieder gesucht und geschickt. Und die Silvia hat es wieder für euch hergerichtet. Und die Silvia sitzt heute sogar hier bei mir im Studio. Ja, ich wünsche allen Zuhörern einen wunderschönen Abend und schöne 2 Stunden. Mit euren Musik wünschen. Ja, und nachdem es wieder sehr viele sind, werden wir nicht so viele quatschen, sondern gleich beginnen. Es freut uns, dass wieder so viele Hörer jetzt schon da sind. Nur mal an alle Hörer, die heute da sind, recht, recht herzlich willkommen. So, und bevor wir es dann angehen mit euren Wünschen, wir machen das ja wieder so wie immer praktisch. Wir beginnen mit dem, was sich Anna gewünscht hat, bis hinauf zu unserem heutigen Favoriten. Aber leider gibt es ja etwas sehr, sehr Trauriges in der österreichischen Country-Musik-Szene zu berichten. Bill Herms, der österreichische Country-Pionier, ist ja leider verstorben, und wie sein Sohn Tex Robinson hat ja ihn
tiefer Trauer bekannt gegeben, dass sein Vater, der Country-Pionier Bill Herms, am Sonntag, dem 22. April 2018, im 88. Lebensjahr verstorben ist. Das Begräbnis wird im engsten Familienkreis stattfinden. Aber zu Ehren und für alle Freunde der Musik von Bill Herms wird es in naher Zukunft ein Konzert geben, und zwar in Memoriam Bill Herms. Und nähere Informationen werden dann vom Dex Robinson in Kürze noch bekannt gegeben. Ja, auch von unserer Seite hier von Country Radio Revolution unser aufrichtigstes Beileid an Dex Robinson und die Familie und viel, viel Kraft. Und wir haben uns gedacht, wir werden heute hier zu Beginn unserer Sendung an Bill Herms gedenken und spielen einen Song von ihm, San Antonio Rose. Wenn der Tag sich neigt in der Dämmerung, dann singt der Wind mir sein Lied. Und aus jener Zeit leuchtet schön und groß ein Bild, das niemals verblüht. Deinen roten Mund, dein schwarz gelocktes Haar, dein Augenpaar, das so viel sagen war. Du schaust mich an mit deinem Engelsblick, um mich versinkt die Welt vor Glück. Schön war deine Liebe, o San Antonio Rose, nie werd ich mir meine Sehnsucht los. Schön war deine Liebe, o San Antonio Rose, mein Herz ist einsam und heimatlos. Einmal werd ich dich wiedersehen, dann lass ich dich nicht mehr allein. San Antonio Rose und so wunderschön, wie damals wird es wieder sein. Schön war deine Liebe, oh San Antonio Rose, nie werd ich mehr meine Sehnsucht los. Schön war deine Liebe, oh San Antonio Rose, mein Herz ist einsam und heimatlos. Einmal werd ich dich wiedersehen, dann lass ich dich nie mehr allein. San Antonio Rose und so wunderschön, wie damals wird es wieder sein. San Antonio Rose, nie werd ich mehr meine Sehnsucht los. Schön war deine Liebe, o San Antonio Rose, mein Herz ist einsam und heimatlos. Einmal werd ich dich wiedersehen, dann lass ich dich nie mehr allein. San Antonio Rose, unser wunderschön, wie damals wird es wieder sein. San Antonio Rose, unser wunderschön, wie damals wird es wieder sein. Wie damals wird es wieder sein. Wie damals wird es wieder sein. Ja, Bill Herms, und er wird uns sicher in der Country-Szene sehr, sehr fehlen. So, liebe Freunde, und bei uns geht es jetzt los mit den Wünschen. Und der erste Wunsch kommt gleich von einem Künstler, der hier bei uns bei Country Radio Revolution demnächst sein wird. Und zwar live on stage hier bei uns am 9. Was? Live bei uns on stage am 9. Mai, Rudy Bieber. Und auch Rudy Bieber wurde gewünscht. Und den spüren wir jetzt natürlich gerne für euch. Thank you.
We used to drive some fancy cars, wasting those fossil fuels, living in a big old mansion, doing very well, dumping our trash whenever it's convenient, poisoning our water without care, letting the warnings run down the drain. But now we have reached the point of no return, when the glaciers will melt and the sea will rise. Yet another firestorm blows through the valley, and there's ashes raining down from the volcano. There's no water in the lake, no crops in the fields, there's no leaves on the trees, no fish in the seas, there's not a bird in the sky, and we wonder why. We let fly the lies that brought us to our knees. Get it done. Together we can make it happen. Together we can get it done. There's no water in the lake, no crops in the fields, there's no leaves on the trees, no fish in the seas, there's not a bird in the sky, we wonder why. Ja, und der Rudi Bieber hat uns gerade ein Foto geschickt. Der sitzt mit seiner Frau im Theater. Der hat ein Kontrastprogramm. Das heißt, wir haben hier ganz tolle Musik, Country News. Und der Rudi Bieber sitzt, wie gesagt, irgendwo in einem Konzert und hucht da irgendwo zu. So, liebe Freunde, bei uns geht's weiter. Und zwar mit Alison Krauss, When You Say Nothing At All. And speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing.
touch of your hand says you catch me if ever I fall. You say it best when you say nothing at Ja, wunderschöne Nummer zum Träumen. Und zum Träumen geht es ja in Wien auch gut. Wir haben es da noch relativ schön warm. Schön war jetzt, wenn man sitzen könnte am Balkon und vielleicht bei einem Cola und ein bisschen ein Grillhändel, ein Grillhuhn. Das war natürlich ein Hammer. Ja, es ist einiges los am Wochenende. Das heißt, um 9 Uhr circa werden wir wie immer unsere Termine machen. Und für uns ist wichtig, wir sind wieder auf einem großen Line Dance Fest, auf einer Veranstaltung, und zwar bei der Groove Cake Factory. Und da wird ja auch unsere Old Generation mit der Silvia an der Spitze einen Tanz machen. Was zeigt sie dort her? Genau, das verraten wir nicht. Das verraten wir nicht? Nein, das verraten wir nicht. Auf jeden Fall werden sie wieder gestylt sein. Also habe ich gesagt, ich darf es dann auch nicht verraten. Verrat nicht immer. Nein, ich darf ja nichts verraten. Aber wie gesagt, wenn es euch interessiert, es gibt sehr, sehr viel am Samstag. Und wie gesagt, wir sind eben bei der Groove Cake Factory. Und das wird sicher ganz, ganz eine tolle Sache werden. Ja, aber Silvia hat es eingangs schon gesagt, weniger plaudern, mehr Musik spielen, und das werden wir jetzt da machen. Und zwar haben wir jetzt da wieder eine Nummer drinnen von einem Herrn, der uns jetzt dazu hört. Ganz, ganz liebe Grüße nach Frankreich, Louis Edward Forster. Ich hoffe, dir geht's wieder gut, du bist wieder gesund, musst du deinen Wien-Urlaub, deine verschieben wegen Krankheit. In dem Sinne nochmal alles Liebe, alles Gute. Und wir haben ja schon einige CDs auch verlost von G.R. Leonard. Da haben wir ja gehabt die CDs Trucker Finest, und die haben wir ja schon verspielt und ausgelost. Und jetzt da haben wir wieder ein Lied hier als Wunsch bekommen, und zwar von G.R. Leonard, Bluegrass and Beer. Thank you.
Ja, Bluegrass and Beer von Gia Leonard. Ja, liebe Freunde, beim nächsten Song muss ich zugeben, den habe ich eine geschrieben. Das ist ein Lied, was mir irrsinnig gut gefällt. Und ich muss anfangen, mir hat auch gefreut, dass zwei, drei Herrschaften mitgeklickt haben und denen das auch gefällt. Es ist ein Song, den habe ich vor einigen Monaten das erste Mal durch eine Band, die hier bei uns zu Gast war, aus Deutschland gehört. Und die spielen den auch, haben den auch im Programm gehabt. Und ich muss auch sagen, mir gefällt das Lied irrsinnig gut. Und dass euch und wünsche euch viel Spaß zu Dropkick Murphys mit Rose Tattoo. The pictures tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning and before I start each day, take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then me on my way. I traveled far and wide, lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives. Hey!
Tattoo. Ja, lieber Henry Stritzky, deine Ohren lassen wir halt glühen, eh ganz klar, Ehrensache. Und ich hoffe, die Nummer, was wir gerade gespielt haben, hat dir genauso gut gefallen wie mir. Außerdem möchte ich mich recht herzlich bedanken, LC Radio, Günther Haas hat uns gerade geschrieben, howdy liebe Hörer, Freunde der Country-Musik. Wir haben heute Hörerinnen und Hörer aus USA, Kanada, Australien, China, Schweiz, Spanien, Deutschland, Niederlande, Dänemark, Ungarn und natürlich aus Österreich und das trotz Fußball. Weil was ich jetzt weiß, was ich so im Kopf habe, spiele gerade Bayern oder Bayern München, glaube ich, spiele da jetzt Champions League oder Quali. Ich kenne mich da mit Fußball zu wenig aus. Aber ist natürlich ganz, ganz eine tolle Sache, wenn wirklich trotz Fußball so viele Leute uns zuhören. Und der Luis Edward schreibt gerade, was ist Fußball? Genau, gute Frage. Was ist Fußball gegen Country Radio Revolution? So habe ich das gern, so gefällt mir das, so liebe ich das, meine lieben Freunde. Gut, drum hast du jetzt weniger Quatschen und mehr Musik, dass in Henry seine Urwascheln glühen. Jo, es ist ja überhaupt der Wahnsinn, was so in der Line Dance und Country Szene momentan los ist. Also so viele Veranstaltungen. Jetzt im Mai, wir haben ja am Dienstag, den 1. Mai, ein großer Feiertag, wo viele Veranstaltungen sind. Das geht dann durch bis nächsten Freitag. Immer ist was los. Sei es jetzt, wie man sagt, klassisches Line Dance, Catalan Line Dance oder los ist. Man hat wirklich schon die Wahl der Qual. Aber immer wieder möchte man so hin und wieder ein bisschen was rauspicken. Und zwar Lilly und Mario.
Travelers haben wieder einen neuen Tanz und da freut man wieder ganz besonders. Sie haben sich wieder ein wunderschönes Lied ausgesucht von einer österreichischen Band und das freut mir natürlich immer, wenn die Österreicher voller Energie sind und mit super Musik und super Tänzen rauskommen. Und zwar gibt es ja die neue CD von The Road Chicks an der Spitze mit Alina Mahofer und der Travelers haben da einen neuen Tanz dazu geschrieben, Together Again, und haben den vor 2 Wochen erstmals in Frankreich hergezeigt. Ich habe mit Alina Mahofer schon geschrieben, wir werden demnächst von ihr CDs per Post bekommen, die wir natürlich dann auch gerne wieder hier für euch ausspielen werden. Heute gibt es ja nichts zu gewinnen, wir haben heute nichts vorbereitet, aber demnächst gibt es wieder wunderschöne CDs. Wir haben da sehr viel liegen und sehr viel wieder bekommen, aber wir werden das wirklich super dann noch alles rausspielen. Wir haben ja gestern war das am Dienstag, haben wir wieder eine CD von Working on the Railroad persönlich übergeben dürfen, was uns dann immer ganz, ganz besonders gefreut, und haben sogar einen Livestream gemacht, damit ihr immer seht, dass das alles mit rechten Dingen bei uns zugeht. Wie gesagt, zu den Veranstaltungen, die da sind, kommen wir dann ein bisschen später nochmal. Und jetzt geht es wieder weiter mit Musik. Und nachdem die Silvia mich vorher ausgebissen hat, weil ich das wieder mal schlecht ausgesprochen habe, lasse ich ihr die Ehre zuteil werden, das zu sagen, wer das jetzt ist, genau. Und was das jetzt ist. Also, das Lied heißt Trouble und es ist von Sam Outlaw. Genau, so hätte ich es auch gesagt. Again, tried to be good, but I just can't. I must have sold my soul when I became your friend, 'cause you got me in trouble again. Ja, haben wir natürlich gerne gespielt für alle, die es gewünscht haben, auch für die Manuela Winkler. Und die hat uns da geschrieben, danke für Trouble. Und ich glaube, so Hintergrund ist sogar so ein bisschen wie ein Fußball.
Fußballfeld oder was das sein soll. Aber mich freut natürlich, dass ihr nicht Fußball schaut, sondern bei uns hier seid. Und auch die Helga hucht uns heute zu am Weg in die Arbeit. Die ist immer arm, weil sie immer am Mittwoch arbeiten muss. Aber heute kannst du noch ein bisschen zuhören am Weg in die Arbeit. Ansonsten freut mich, dass überhaupt so viele heute wieder da sind und schreiben mit uns. Ich kann nicht alles mitlesen und antworten, das geht leider nicht. Und außerdem gibt es zu dem Lied einen wunderschönen Tanz vom Adriano Castagnoni dazu. Der heißt Rockland. Genau, den ich natürlich auch in Perfektion bereits kann. Ist ein Beginner, also ist nicht so schwer. Ja, könntest also, lernen. Lieber Fennige, das war wieder sowas für mich vielleicht. Schauen wir mal. So, gut. Wir dann jetzt weiter im Programm. Ich hätte noch ganz gern wieder etwas in eigener Sache. Und zwar, es gibt ja dieses Voting für Voghera. Das ist am 22. Juni in Italien, wenn man nicht alles täuscht, gibt es ja das große Voting, wo wir die große Ehre und Freude haben, mit erstens einmal den Paradise of Horses Line Dancern dabei zu sein und natürlich auch mit unserem Radio, was uns wirklich sehr, sehr freut und stolz macht. Aber, liebe Freunde, ihr wisst ja, wir brauchen Stimmen. Grundsätzlich kann man ja nur einmal voten mit IP-Adresse, steht jetzt auf der Homepage von Voghera. Und wir brauchen natürlich Stimmen und es wäre wirklich ganz, ganz eine tolle Sache, wenn wir vielleicht bei einem von beiden sogar was reißen, gewinnen würden, dass uns wirklich sehr, sehr freuen würde, weil wir werden ja wahrscheinlich in Voghera dabei sein, weil wenn wir was gewinnen, dann müssen wir natürlich uns das persönlich abholen. Also hier noch einmal der große Aufruf bitte, und zwar gibt es da eine URL, wie man so schön sagt, einen Link, der da lautet www. Sagt man dann Punkt eigentlich oder Slash? Nein, Punkt. www.voghera, da ist ganz wichtig bei Voghera GH. Das habe ich immer vergessen. Also vogheracountryfestival.com. Dann kommt ein Bild mit einem blauen, so einem Balken. Dort einmal draufklicken, dann gehen die ersten Fenster auf. Und zwar müsstet ihr dann bitte 9-mal durchklicken und bei 7-mal könnt ihr euch aussuchen und das, wie halt die eure Meinung ist. Und bei 2-mal war halt ganz lieb von euch und ganz wichtig die Paradise of Horses Line Dancer und beim anderen dann beim Radio Country Radio Revolution. Die Silvia wird das dann vielleicht nochmal in die Gruppe einposten, ja, den Link. Und das war wirklich sehr, sehr leibend von euch, wenn ihr uns da ein bisschen helfen würdet und unterstützen würdet. Ich sage jetzt schon mal recht herzlichen Dank an alle, die bereits jetzt schon für uns auch gewotet haben. Super lieb von euch und wir werden natürlich im Juni dann von Voghera direkt berichten, wie es ausgegangen ist, ob wir was gerissen haben oder eben nicht. So, und weiter geht's wieder mit eurer Musik. Der nächste Song, ui, das ist wieder so eine Geschichte, ich glaube, das muss wieder Silvia auch sagen. Graeme Connors. Gut, ich weiß es nicht. Viel Spaß. Find your own.
and those voices whisper in back of your head, why try so hard and give up instead? But it gets us nowhere, cause the heart still knows. If I Der Tanz dazu heißt Less Traveled und die Choreo ist davon sind die Dreamers. Was mich eigentlich immer wundert bei den Line-Dancern, ihr wisst ja, ich bin ja nicht so ein begnadeter Line-Dancer, dass sie die alle diese Schritte merken. Das Lustigste ist immer, wenn die Kinder zu mir rennen, dann hupfen sie herum vor mir und sagen, spiel das Lied dazu. Ja. Keine Ahnung. Ja, weißt du nicht tanzt, deswegen hast du keine Ahnung. Genau. Letztens war mir sehr peinlich, weil die Kinder haben einen Song gespielt, ich habe gesagt, erst, das gefällt mir, der Tanz ist aber nicht schlecht. Bis wir dann gesagt haben, ganz empört, das ist eigentlich ein Tanz von uns, ja, oder von dem Paradise of Horses Line Dancern. Und da möchte ich vielleicht mal so erwähnen, so am Rande, ein bisschen in eigener Sache, da gibt es eine wunderschöne neue Facebook-Gruppe, die da heißt Tänze der Bo. Sie ist zwar noch nicht so richtig ausgefeilt, es fehlen noch sehr, sehr viele Tänze, aber wenn ich einmal fad ist und ihr habt ein bisschen Lust und Zeit, schaut du da mal hinein. Da sind diese vielen, vielen Tänze, die ja die Paradise of Horses Line Dancer schon geschrieben haben, choreografiert haben, wo wir zum Teil schon wirklich tolle Erfolge gehabt haben. Also würde uns sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen reinschaut vielleicht und einmal so durchscrollt, wie man so schön sagt, was da wir eigentlich schon für Lieder auch gemacht haben und Tänze gemacht haben. Und vielleicht will ja die Fenneke oder irgendwer einmal einen Tanz auch von den Paradise of Horses Line Dancern lernen, wo ja die Möglichkeit besteht, jetzt da weiß ich es nicht. Da muss mir jetzt gerade die Silvia helfen. Demnächst im Mai. Ja. Da ist Lilly und Mario. Ja. Am wo? 4. Mai. Ja, wo? Bei Ihnen zu Hause, ich weiß jetzt sonst gar nicht und genau, wo das ist. Da muss man auf dem Flyer schauen. Genau, da gibt's. Wir haben wieder so einen Freaky-Workshop. Mhm. Und da machen sie einen ganz besonderen Tanz. Ja. Limitless. Ja, von das den ist Paradise of Horses Line Dancer. Genau, das macht uns erstens haben wir irrsinnige Freude, zweitens haben wir sehr, sehr stolz. Und ja, vielleicht werden da wirklich ein paar Leute dann diesen Tanz auch einmal vielleicht sogar mit uns irgendwo tanzen. Wäre schön, im Sache. August, ja. Im das August, total, genau. Das wäre echt eine total geile Aktion, wenn denn viele lernen würden und ihn dann gemeinsam mit unseren Kids tanzen können, Leute sich ja Mutz drum freut, ja. Genau, see you soon im Salon im August, Vienna Country Weekend. Und jetzt muss ich leider zu unserem Bedauern mitteilen oder zu unserer großen Freude. Nein, es ist eigentlich es ist eher ein Bedauern, weil ich leider keine
Tickets mehr verkaufen kann. Es geht nicht mehr. Ja, wir sind voll. Ich muss das einfach limitieren, weil sonst die Qualität darunter leidet und die Leute keinen Platz haben. Und das wollen wir alle nicht. Ja, leider alles aus. Gut, aber wir können schon Karten bestellen für Vienna Country Weekend 2019. Uns gefreut es und wir sind irrsinnig stolz und wir freuen uns, dass wir wieder so viele liebe Freunde natürlich auch in Wien sehen dürfen, begrüßen dürfen, die ja dann ein bisschen natürlich wieder sie Wien anschauen und auf das freuen wir uns jetzt schon sehr. So, weiter geht's mit euren Wünschen. Wir sind also jetzt schon bei Songs, wo mehrere sich die Songs gewünscht haben. Und den nächsten muss die Silvia wieder aussagen, weil ich tue mir da verdammt schwer wieder mit der Aussprache. Ich habe da irrsinnige Probleme. Ihr wisst ja, mein Englisch is not very good, aber was soll's. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo du bist. Gut, viel Spaß zum nächsten Song. Just as long as that old river flows, the sun comes up and that north wind blows. Just as sure as these are guaranteed, honey, you can depend on me. This day and time, lovers come and go, and it seems there's no one left to hold for so many. When the morning comes around, but girl, you can bet this old boy can't be found. Just as long as that old river flows, the sun comes up and that north wind blows. Just as sure as these are guaranteed, honey, you can depend on me. Together. So, liebe Freunde, ihr habt natürlich auch heute wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diesmal natürlich an die Silvia oder mich. Ihr fragt eigentlich nie sehr viel, aber heute habt ihr die große Chance, eine Stunde uns mit Fragen zu löchern. Also, wenn euch irgendwas interessiert, schreibt uns eine Privatnachricht, der Silvia oder mir, und wir werden das sehr gerne für euch wahrheitsgetreu natürlich beantworten. Ich muss jetzt dazu sagen, wir sind so öffentlich. Mit dem, was wir sind, nur unterwegs und so öffentlich. Ich glaube nicht, dass es da viel Fragen gibt. Ja, vielleicht. Irgendwas wird unsere Zuhörer vielleicht interessieren und wenn ja, dann schreibt uns das per Privatnachricht. So, der nächste Song, der gewünscht wurde. Da habe ich immer Probleme. Gewünscht wurde oder gewünschen wurde. Da baut man jetzt einen Deutschprofessor. Ja. Auf alle Fälle, das nächste Lied ist eins, was wir schon relativ lange eigentlich jetzt nicht mehr gespielt haben. Und zwar ein ganz toller Song. Und da haben schon relativ viele Leute geklickt. Ich weiß jetzt gar nicht wie viele. Und zwar How Could I? Ihr wisst ja ursprünglich ja von Susan Blake und Tom Contour. Susan Blake hat den Song geschrieben. Dann haben sie ihn ein paar Mal bei uns gespielt. Und das ist immer größer geworden und gewachsen und gewachsen. Und wir haben den Song auch gehört in Haag am Hausruck im Groß-City-Salon. Und ja, dann ist er gegangen zur Laura van den Elsen und zu Mark Hoffmann, die den praktisch jetzt da auch produziert haben und singen. Und mich freut, dass dieser Song jetzt
jetzt da heute hier gewünscht wurde und auch relativ weit vorne ist. Und ja, spielen wir natürlich sehr, sehr gerne für euch. Ja, How Could I? Laura van den Essen und Mark Hoffmann. Made of steel and stone. I wish I could stand through all storms that I made of soul and pride. My passions I cannot deny. How could I? Ja, How Could I? Liebe Vanessa, haben wir natürlich sehr gerne für dich gespielt und alle, für alle Freunde von der Laura, von Marc und natürlich auch von der Susan Blake. Wunderschöne Nummer, gefällt mir auch immer wieder sehr, sehr gut. So, liebe Freunde, ja, zu Vanessa muss ich noch anfangen, du hast die ACD gewonnen, nicht böse sein, wir sind momentan so in Stress, die liegt noch hier bei mir, ein Geschenk des Himmels von Harry Kutscherer.
Aber ich habe da einige CDs noch zu verschicken. Ich werde es nächste Woche ganz verlässlich machen. Und dann bitte wieder ein Foto machen und uns posten, dass wir wirklich immer beweisen können und belegen können, dass wir diese Gewinne ja wirklich verschicken oder übergeben. Lieber Erwin Lestern, dir wollte ich gestern auch schon geben. Du hast ja noch eine von Working on the Railroad. Und der Christian, der kriegt es auch noch per Post nächste Woche. Nicht böse sein, aber wir sind wirklich täglich beschäftigt und unterwegs. So, irgendwer hat gefragt, was am Wochenende so in Wien los ist. Liebe Freunde, für die nächsten 5 Minuten. Gut zuhören, Henry. Genau, Henry, ruhig kurz zuhören für die nächsten Minuten. Viel Spaß mit den Terminen. Wann ist was los? So, das geht, glaube ich, morgen, also am Freitag schon auch bis Montag, Dienstag, nächste Woche. Gut, die Termine. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Good evening. Stand by. Wann ist wo was los? Country- und Ländernsveranstaltungen. Wie, was, wann, wo? Countdown in 3, 2, 1. So, meine lieben Freunde, und wir sind wieder bei den Terminen. Los geht's am kommenden Freitag, der 27. April. Der Verein Kontrakrebs, viele Freunde und unzählige Musiker möchten sich mit einem musikalischen Adieu verabschieden. In Memoriam Alfred Haider. Das Ganze beginnt um 19 Uhr, Einlass ist 18 Uhr, freier Eintritt. Im Schutzhaus am Amersbach im 14. Bezirk, Breilgasse 1-3. In Memoriam Alfred. So, und weiter geht's am Samstag, den 28. April. Da haben wir wieder sehr, sehr viele Termine erhalten und dafür möchte ich mich recht, recht herzlich bei euch allen bedanken. Ja, Samstag am 28. April. Jimmy Rogers live in Konzert. Das Ganze ist im Schloss Toilette Grieskirchen. Beginn 20.30 Uhr. Jimmy Rogers live. Weiters gibt's die 20. Motorradweihe im Café-Pub Harlekin. Das Ganze beginnt um 14 Uhr, ist in Eigen im Ennstal. Dort gibt's eine große Verlosung, eine Jubiläumsausfahrt und Live-Musik mit der Band Arizona. Ja, und auch am Samstag, den 28. April, gibt's die erste Private Session mit Sascha Plona. Delta Blues, und zwar das Ganze um 18 Uhr im Gasthof zum Goldenen Kreuz, Wiener Straße 2 in 2122 Ulrichskirchen, Sascha Plona. Ja, und auch am Samstag gibt's einen Line Dance und Country Abend mit der Band Still Country. Das Ganze ab 18 Uhr im Gasthaus zum fidelen Bauern in Oberösterreich, Großen Schwand 31 48 82 Oberwang. Wie gesagt, ein Line Dance und Country Abend live on stage, die Band Still Country. Und weiters gibt's auch noch eine Country Party mit Live Musik mit Julia und Nick Shannon. Das Ganze auch am Samstag, den 28. April. Einlass 19 Uhr beginnt, 20 Uhr. Burger, Steaks and Co. Große Tanzfläche und Fashion bei Katharina. Das Ganze ist beim Wirt in Auhof. Auhof 11 43 20 Berg. Wie gesagt, eine Country Party mit Julia und Nick Shannon. Ja, und eine Veranstaltung haben wir noch am Samstag für euch, und zwar Country Music Night Hightown. Das ist eine Veranstaltung in Kooperation mit der Groove Cake Factory. Das Ganze ist am 28. April ab 18 Uhr in den Vollrathallen Herzogenburg, Oberndorfer Ortsstraße 91 31 30 Herzogenburg. Ja, live on stage für euch der Groove Cake Factory und die Western Cowboys. Weiters gibt's noch die Barber Sisters, Vienna Barbershop Quartett und die Paradise of Horses Line Dancer. Fashion Cut bei Katharina wird anwesend sein, eine große Tombola gibt's und auch eine riesengroße Tanzfläche für euch. Ja, wie gesagt, Country Music Night Hightown am Samstag ab 18 Uhr.
Ja, und dann haben wir noch eine Veranstaltung reinbekommen für Sonntag, den 29. April, und zwar ab 17 Uhr. Gotti Bear live im Formel 1. Ja, das Ganze ist im Formel 1 Tanzcafé in Lüssen 7, 2191 Garweinstal. Ja, Gotti Bear live im Formel 1. Ja, und einen Termin möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, und zwar am kommenden Dienstag, 1. Mai, wieder ein Feiertag, und zwar gibt's da New West beim Praterfest am 1. Mai. Country Music mit New West bei der großen Showbühne vor dem Riesenrad. Eintritt ist frei. New West könnt ihr dort erleben von 13 bis 14.30 Uhr. Und das ganze Programm findet ihr natürlich auch bei uns hier bei den Veranstaltungen. Ansonsten wünschen wir euch wieder viel Spaß und natürlich gute Unterhaltung mit euren Musikwünschen, die wir gerne erfüllen. Ja, und am Montag, den 30.04., habe ich auch noch einen Termin hereinbekommen, und zwar Country Western Night Juke West Live Konzert. Und zwar im Einlass ist 21 Uhr und das ist in 83410 Laufen. Ja, und wenn wir schon im Mai sind, bei Maisand, da geht es ja auch noch weiter. Nächste Woche geht es hier rund, und zwar im Böhmischen Prater gibt es wieder das große Country Festival. Es ist ja alle Jahr Böhmischer Prater, und es ist auch ganz, ganz eine liebe Atmosphäre dort im Tivoli. Und zwar ist es am 4.5., ja, beginnt's. Da ist es der Freitag. Ab 17 Uhr bis 20.30 Uhr könnt ihr erleben New West. Am Samstag, den 5.5. von 15.30 bis 17.30 ist live on stage Nashville Express. Von 18 Uhr bis 20.30 Uhr die Western Cowboys, und am Sonntag, den 6.5. gibt es von 14 bis 16 Uhr da der Eldorado Band, und von 16.30 bis 19.30 die Western Cowboys. So, lieber Henry, ich hoffe, du hast jetzt alles gemerkt, alles mitgeschrieben. Ihr habt jetzt mehr oder weniger die Wahl der Qual. Wahnsinn, was das Wochenende wieder los ist. Und das Allerwichtigste ist, für alles, was natürlich im Freien ist, also wie im Böhmischen Prater, im Tivoli, ein schönes Wetter braucht man, das ja nicht drängt, und viele, viele Leute überall hinkommen, dass alle Veranstaltungen, die sind, natürlich auch ein Erfolg werden. Well, I was toting a pack down the dusty when a muck road, when along came a semi, but the high end canvas covered load, said if you're going in a muck a mack, with me you can ride. So I climbed into the cab and I settled down inside. Said you ever seen a road with so much dust and sand? I said, well listen bud, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere man, I've been everywhere man, across the desert there man, I breathe the mountain air man, travel I've done my share man, I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Windsor, Arizona, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, Lamp, Paloma, Bangor, Baltimore, San Vidor, Amarillo, Tocopilla, Berwick, Lamp, Perdella, Amakilla. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the desert, fair, man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've done my share, man. I've been everywhere. So, well, I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas, and Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glenrock, Oskaloosa, Tennessee, Hennessey, Chicopee, Spear Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Grilla Lake, Ravine, say I've been everywhere, man, I've been everywhere, man, across the desert, fair, man, I breathe the mountain air, man, travel, I've done my share, man, I've been everywhere, I just want some. Jacksonville, Waterville, Costa Rica, Pittsburgh, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Axel.
Rexburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Rattimore, Havistock, Chattanooga, Chaska, Nebraska, Alaska, Opelika, Bubbaroo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a bit. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the desert, fair, man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've done my share, man. I've been everywhere. Travel, I've done my share, man. Ja, und die Mai, liebe Freunde, haben wir wieder ganz, ganz tolle und viele liebe Gäste hier bei uns live on stage bei Country Radio Revolution. Ich freue mich natürlich auf alle Gäste, liebe Freunde, ja. Nur eins muss ich sagen, wir werden wahrscheinlich eine Sondersendung machen, 5 Stunden oder so, weil ihr wisst ja, Nashville. Die Band Nashville ist da bei uns. Die ist ja gestern, glaube ich, in der Früh oder gestern von Nashville zurückgekommen. Gibt 100.000 Fotos, Berichte, was weiß ich, die Marina Che war ja auch mit. Die hat auch geschrieben und gepostet. Und ich stelle mir vor, der Peter da ist, der Schneider da ist und ich weiß gar nicht, wer alle mitkommt, aber die werden natürlich erzählen, die werden sprudeln, was sie alles erlebt haben und mit High Sauce zusammen und ich meine, der Peter, ich weiß nicht, wie viele Paar Schuhe er sich gekauft hat da unten, zumindest gibt es viele Fotos mit Schuhe und Museum und Johnny Cash und Pub. Also das wird auch eine ganz tolle Geschichte. Außerdem, wie gesagt, Hagram Hausruck haben wir auch da demnächst. Also wir haben in Jimmy Hirsch wird da sein, der auch ein Insider ist, der viele, viele Geschichten hat zum Erzählen mit Manfred natürlich. Ja, und nächste Woche dann, das haben wir dann eh am Schluss natürlich noch einer, der schon bei uns war, ein guter Freund, den wir schon Jahre kennen, den wir eigentlich ganz am Anfang unserer Karriere sogar einmal kennengelernt haben. John Tizian, der Troubleshooter, das wird kommen und. Also der Mai wird wirklich gepackt. Das wird ein ganz tolles Monat werden mit vielen interessanten Gästen. Also auf das freue ich mich schon sehr. So, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Liebe Silvia, ja. Du hast beim nächsten Song, der gewünscht wurde, glaube ich, ein bisschen was zum Erzählen noch. Der nächste Musikwunsch, den hat sich die Fennecke gewünscht und zwar hat die was dazu zu sagen. Das heißt, die hat sich den Musikwunsch für die Maut gewünscht, als kleines Dankeschön für die gute Bewirtung und für die Edith Willi. Hooking up. Oh, I remember long ago when we used to cuddle close at the movies on a Saturday night. With all the loving and the hugging, though we never saw a movie through. Our friends would play it cool at the parties after school, but we were hot just to fall in love. I had all the luck cooking up with you. We were married in a town where the people gather round singing thanks to the Lord above for our one-way ride on a lifelong jiggy too. Oh, we had all the fun fixing up a little home with a room for baby Junior too. And I had all the luck hooking up with you. The very moment that we met, I was the king when we fell in love. I had all the luck hooking up with you. Still young at heart, even when the years have flown and the kids are leaving home.
Ja, und die Fernig hat euch schon ein Video gepostet mit dem Tanz dazu, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe das nur kurz gesehen, ein Video mit einem Tanz. Also ich nehme an, dass das da dazugehört. Ja. Weißt du, wie der heißt oder was? Na, Hooking Up. Hooking Up. Ist der was für mich, Fernige? Keine Ahnung. Ja, da ist er schon. Ist ein Tanz aus Holland. Hooking Up, Choreo bei der Jojo-Team im Dezember 2017. Lieber Henry, du hast geschrieben, das Wichtigste ist eine Stellzeit. Da muss ich natürlich erstolzen, wie für unsere deutschen Freunde. Ein Eisbein. Ein Eisbein. Ich glaube, ich sage dir dazu. Ja, also lieber Vanessa, wenn du weißt, was wir meinen, erstolzen, also ein Eisbein. Da tust du dann natürlich am leichtesten im bämischen Prater, das ist der kleinere Prater. Aber dort gibt es auch wunderbare Stelzen. Liebe Freunde, ihr wisst, ich kann nicht mitreden beim Tanzen, aber ich kann mitreden beim Essen. Wunderbare Grühhändel gibt es dort mit Erdäpfelsalat. Ein Wahnsinn. Mir rinnt jetzt das Wasser ja, im Mund. Wenn das sie nirgends ausgeht, aber beim Essen geht das ja aus. Das in Perfektion. Ich sollte vielleicht umsteigen und weniger machen Country, Radio Revolution, sondern vielleicht so, da gibt es ja so Bücher mit die besten Grillhändlern oder so, was das so, so ja. Kochvorkoster oder so. Ja, du könntest da so eine Live-Sendung machen, so einen Livestream mit Essen und so. Genau, und wenn du da bist, Henry, dann schreibst du mal kurz, wann und wo du bist, dann kommen wir Ahi und dann erstmal stürzen miteinander, weil das wird eh wieder mal Zeit. So, liebe Freunde, weiter geht's ja mit eurer Musik. Das ist das Wichtigste heute, die Sendung. Und es sind ja lauter tolle Lieder, muss ich sagen. Da möchte ich mich nochmal jetzt da schon recht, recht herzlich bei allen bedanken, die in unserer neuen Liste immer brav eintragen. Wir können zwar nicht mehr alle Hörer namentlich erwähnen, welches Lied sie sich gewünscht haben, speziell bei den oberen Regionen, weil da sind sie ja oft 10 und mehr, die das geklickt haben. Aber trotzdem recht, recht herzlichen Dank und mich freut natürlich, wenn dann eben eure Lieder dabei sind. Und diese Wunschsendungen, die macht ja ihr zu dem, was sie sind, weil das ist wirklich eure Musik, die ihr euch gewünscht habt und die spielen wir natürlich sehr, sehr gerne für euch. Genau. Genau. So, weiter geht's und das muss, glaube ich, die Silvia auch sagen. Kannst du das lesen? So. Drunk, I cannot good speak English. Drunken Poets. Dream, glaube ich, heißt das. Yes. Ich habe zwar die Brille auf, aber ich kann das von dort schlecht sehen. Aber die es gewünscht haben, die wissen es von genau. Mir, wünschen euch viel Spaß damit. Und falls wem ganz arg interessiert, es gibt ja noch immer in unseren Gruppen die Wunschlisten, dort steht alles genau drinnen, da seht ihr, wie viele Leute geklickt haben, wie das Lied heißt und wie der Künstler dazu heißt. She likes to lay naked and begins to pump. Well, she crosses a bridge and sets it on fire. Lands like a bird on a telephone wire. Wine bottles scattered like last night's clothes. Cigarettes, papers, and diamond loaves. Well, she laughs for a minute about the shape I'm in. Says, you be the sinner, honey, I'll be the sin. I'm gonna holler, I'm gonna scream. I'm gonna give me some mescaline. She brings me roses and a place to lean. Some old paperback books of Louis L'Amour. She says, honey, don't worry about Judge Monday. All these people going to heaven, they're just in our way. I'm gonna holler and I'm gonna scream. I'm gonna give me some mescaline. She brings me roses and a place to lean. I
I got a woman, she's wild as Rome. Ah, she likes to lay naked and be gazed upon. Well, yeah, she crosses a bridge and sets it on fire. Lands like a bird on a telephone wire. I'm gonna holler, I'm gonna scream, I'm gonna give her some mescaline. She brings me roses and a place to lean. A drunken poet's dream. A drunken poet's dream. A drunken poet. Ja, ich muss lachen. Danke, lieber Louis Edward. Also, das, was wir jetzt gerade gespielt haben, das Lied, das heißt He's Carl Drunken Poet's Dream. Have I this gespickt correct, ladies and gentlemen? So, wir haben wieder ein Lied drin, und zwar die Band, die jetzt da dran kommt, die ihr euch gewünscht habt. Da spielen wir jetzt ein Lied, aber nicht das Lied, von dem wir die Gruppe kennen. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Das heißt, das Lied, was wir gehabt haben in Budapest. Ja. Das weiß ich jetzt auch nicht, wie es heißt. Das To Dance Limit. Wie heißt der Tanz? Limitless. Den spielt auch die Gruppe Steel Drivers. Ja, If You Can't Be Good, Be Gone ist das Lied von unserem Tanz. Genau, und jetzt spielen wir aber vielleicht, das wurde gewünscht, ein anderes Lied, aber das ist jetzt in Hieroglyphen geschrieben, da kann man nichts dafür, das können wir einfach nicht lesen. Viel Spaß. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have called the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain without $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't been. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Lord have mercy on.
44, put myself behind a jailhouse door. If it hadn't been, if it hadn't been for love, if it hadn't been, if it hadn't been for love, if it hadn't been, if it hadn't been for love. Geschmack aussprechen. Ja, also eine super Sendung heute mit wirklich vielen, vielen tollen Liedern. Ja, liebe Freunde, und ich muss noch einen ganz wichtigen Termin nachtragen. Und zwar hat mir den da Freimut geschickt, der wisst ihr, der Michi Gruber. Und zwar gibt es ja da die Country Music Company, die es schon 30 Jahre gibt, und die werden ihre Spielzeit jetzt schon langsam beenden und zur letzten Runde ansetzen. Jetzt heute kann er nicht zuhören, weil sie ja gerade eine Probe haben für den Endspurt, wie er mal geschrieben hat. Und wie gesagt, am 3. Mai, und zwar im Brauhaus Zipf, werden sie noch einmal aufspielen und wie gesagt, schon langsam dann alles beenden. Und zu Pfingsten, ihr wisst ja, da ist ja das große Fest in Bad Ischl von der Niki Nöstlinger, wo wir heuer auch dabei sein werden. Und da wird dann die Country Music Company auch nochmal zu hören sein. Und dann gibt's ja das große Abschlusskonzert, wo er geschrieben hat, dass die Silvia und ich auch dabei sein werden. Ich weiß noch nicht genau, wann das ist, aber ich habe sie Michi ja eh schon geschrieben. Also wenn wir Zeit haben und wenn wir Lust haben, Luft haben, dann kommen wir auf alle Fälle dazu und werden wir dort sein. Wichtig ist jetzt nur, im Mai gibt's ja viel. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben jetzt einmal das große in Bad Ischl von der Niki Nöstlinger. Wir haben heuer noch im Mai, wir haben Tatendorf. Ja. Was haben wir denn da nicht noch alles im Mai? Ich glaube, der Mai ist ja bestückt mit einem großen Festival nach dem anderen. Da ist ja wirklich jedes Wochenende irgendwo was los, was wir natürlich posten werden immer wieder. Und wenn ihr wollt, dass wir eure Veranstaltungen immer teilen und posten, da möchte ich mich jetzt wirklich bei allen bedanken, die uns immer wieder die Termine schicken, dass wir die einstellen können. Ganz vorbildlich ist eben, da muss ich mich wirklich bedanken, Helmut Mitterecker, der uns immer die Termine schickt. Sehr brav. Genau, dann mehr oder weniger, wir kriegen Termine, was immer ganz brav ist und auch jedes Mal schickt, ist Julia und Nick Shannon, von denen wir es immer kriegen. Und viele, viele andere Musiker und Künstler, die wir da durchsagen, weil Facebook tut es uns nicht leicht machen, die Termine zu finden. Früher war das alles terminlich geordnet und so, das ist jetzt immer mehr. Das ist alles durcheinander, also wir sind auf eure Mithilfe angewiesen. Wenn ihr also Termine habt, die ihr gerne bei uns im Kalender hättet oder dass wir es am Mittwoch live durchgeben, dann bitte schickt mir die per Privatnachricht, wenn geht, am Mittwoch vor 17 Uhr, weil um 17 Uhr machen wir immer die Aufzeichnung, wo wir dann die alle einsprechen, die Termine. Das war uns sehr geholfen, wenn wir die vor 17 Uhr kriegen oder im Laufe der Woche. Aber wie gesagt, an alle, die uns die Termine schicken, jetzt einmal noch einmal recht, recht herzlichen Dank. Super lieb von euch, ihr macht es uns da ein bisschen leichter. Und wir können natürlich dann auch viel Werbung für eure Veranstaltungen machen. So, früher haben wir schon gesagt, lauter tolle Musik und die nächste Nummer, ja, Forever Country ist ein nächstes Highlight hier. Das wurde auch schon von einigen angeklickt. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. All my memories should say they gather round her. A miner's lady, stranger to blue water. So I'll go dark and dusty, yet I know painted on the sky. I'll miss the taste of moonshine. Virginia, mountain mama, take me home.
narcissistic, let the world keep turning our way. And our way. Country road. I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. And I ja, wunderschöne Nummer und ich habe natürlich auch mitgesungen. Seid froh, dass ich jetzt nicht das Mikrofon aufgemacht habe, weil das war Katastrophen gewesen. Aber da war Vanessa haben beide gesungen, und das war gut gekommen. Das war gut gekommen, ja. Da hätte man einen Gehörsturz verursacht in Europa. ganz wichtig noch, wenn wir schon bei den Terminen sind, dann möchte ich natürlich wieder in eigener Sache einen ganz wichtigen Termin erwähnen. Und zwar gibt es ja im Mai wieder ein Country-Feeling und zwar am 11. Mai, Freitag, den 11. Mai, CQR, Cider, Quota, Rebels, Wahnsinnspartie für Line-Dancer, da könnt ihr mittanzen, von Anfang bis Ende durchtanzen, wieder super Sache, bitte unbedingt bei mir per Privatnachricht reservieren, damit ihr wieder alle einen Sitzplatz habt und die Reservierungen werden natürlich gerne entgegengenommen. Wie gesagt, 11. Mai beim Friedels Bierhaus im 22. Bezirk, ein Country-Feeling mit CQR, Cider, Quota, Rebels. Und es gibt ja da eine Gruppe, die war natürlich auch schon hier bei uns, live on stage bei Country Radio Revolution. Da könnt ihr euch die Sendung gerne auch nachhören, anhören. Und ein paar Videos haben wir von Erna auch drinnen. Wie gesagt, 11. Mai. Genau. So, wir sind jetzt bei den, wie gesagt, wir haben ja hier bei unserem neuen System, das ist kein Voting, aber trotzdem möchte man jetzt durchsagen, also wir kommen jetzt zum Platz 5, Platz ist falsch, zum fünftmeisten gewünschten Song, also der, was am fünftmeistersten die Stimmen gibt. Genau. Ich komme über das einfach nicht drüber. Ich sage einfach Platz 5. Und das ist ein ganz besonderer Song, den haben sicher die Pose, also die Paradise of Horses Kids, gekriegt. Ja, da warst du jetzt mehr. Ja, davon. Zu dem Song haben wir natürlich einen persönlichen Bezug, weil die Kinder dazu einen Tanz choreografiert haben und beim Konkurs in Spanien, in Madrid, Country Sierra getanzt haben. Der Tanz heißt auch Country Sierra und das Lied ist vom Hunter Hayes und heißt More. When you're singing in the shower, like there's no one else around, sliding down the hallway, dancing around the house. One glass of champagne and girl, you're painting up the town. That's when I love you more. When you're late for your friend's party, cause you can't find a thing to wear. You start cussing that humidity and fussing with your hair. You give up and throw a t-shirt on like you don't even care. That's when I love you more. With every minute, every up and down again. As long as you're in it, girl, my aura keeps getting better. I swear I can't fall harder, oh, but I've said that before. And just like that, I love you more, baby, just like that, I love you more. When you can't see the sun, cause it's raining in your eyes. When there's clouds around.
let you fly. When the whole world gets too heavy, well, baby, that's when I'm gonna love you more. Yeah, love you more, yeah. When you're Ja, Hunter Hayes, ich glaube, einer der Lieblingssänger unserer Kinder, aber von ihm haben sie schon mehrere Tänze oder Lieder ausgesucht und Tänze dazu geschrieben. Ja, gut, liebe Vanessa, recht herzlichen Dank, die du jetzt da gerade ein Lied posten, was ein Video auch gibt, und zwar was wir vorher gerade gespielt haben, Forever Country. Recht herzlichen Dank fürs Posting. So könnt ihr euch natürlich auch zu den Songs die Videos ansehen und anhorchen nochmal. Ja, wie gesagt, wir kommen jetzt zum Platz 4. Das Platz tut mir immer weh, aber ihr wisst ja, was ich meine, am viertmeistersten gewoteten Dings. Ja, ich komme über das einfach nicht drüber. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken. Ich habe die Silvia ja vorher gepostet für unser Voting in Voghera in Italien. Alle, die jetzt geschrieben haben, sie haben erledigt und gewotet. Tausend Dank, recht, recht herzlichen Dank. Freut uns sehr. Und wir werden natürlich im Juni dann, also am 24. sind wir dann wieder in Wien, werden wir natürlich genau berichten und erzählen, wie es war und was war. So, der nächste Song, den sollte aber jetzt vielleicht eine Schirm auch, dass wir was spielen können, weil sonst haben wir unseren ersten technischen Fehler heute, aber der ist dann von mir verursacht. So, weiter geht's mit dem Song, den ihr euch gewünscht habt, am vierten Platz. But I got me a man who just don't care if he's
und lauter Fachleute heute anwesend. Der Jürgen Spees hat gleich geschrieben, Tanz von Lilly und Mario. Genau, und der Tanz heißt auch Better Days. Wieso kann ich den eigentlich nicht? Ist auch ein Beginner mit 32 Counts, ein Two-Wall, also zum Lernen. Zum Lernen. Ja, und die Melanie Kramer hat mir gerade geschrieben, eine Tänzerin der Pose, die ja beim frühen Lied, also Hunter Hayes, hat geschrieben, immer wenn sie das Lied hört, dann sind ihre Gedanken wieder in Spanien. Ja, es war traumhaft schön. Also uns hat es wirklich gut gefallen, weil die Atmosphäre dort, das sind einfach ganz, ganz liebe Leute, das ist eine eigene Mentalität und die sind so herzlich und die haben uns so lieb aufgenommen, Laura und Emilio, das war echt total schön. Ja, ich war ja leider verhindert, sonst war ich ja gern mitgeflogen. Ja, deine Flugangst hat einen Strich durch die Rechnung. So, liebe Freunde, wir sind beim Platz 3, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, aber es war wirklich schön, die Kinder und auch die Silvia, die haben nachher erzählt und geschwärmt, also war ganz eine tolle, tolle Sache, muss ich sagen. Ja, im Mai gibt es ja nur einen wichtigen Termin. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon verraten darf. Weil mein Gegenüber hat ja auch einen Geburt, ich feiere Geburtstag Ach, heuer Gott, Mai. Na. Einen runden, liebe na, Freunde. Schlimm. Schlimm. Aber da werden wir dann auch noch ein bisschen berichten. Natürlich. Mir kommt jetzt schon das Weinen. Nein, es tut nicht weh. Also der 60er, wo ich jetzt da schon mit großen Schritten hingehe, der tut mehr weh wahrscheinlich. Ja, trotzdem. Gut. Aber wie gesagt, Termine über Termine dieses Monats, der Mai wird ein Wahnsinn werden und ich hoffe, dass wir wirklich auch schönes Wetter haben, weil im Juni gibt es dann die erste Poolparty auch schon. Wir haben ja, schon im Juni Pool. Sind wir auch in Slowenien. Ja, im Juni sind wir in Slowenien, im Juni sind wir in Voghera und wer macht den Garten? Ja. Das werden wir nicht wissen. So, liebe Freunde, wir sind bei Platz 3, also das am drittmeisten gewertete Lied für genau. heute Abend. Und das heißt Disappearing Daylights. Disappearing tail lights going round the bend. I don't know where she's headed to, but she won't be back again. She's the one who loved me until I broke her heart. Disappearing tail lights, leaving me here in the dark. I watch them as they're fading, getting smaller every mile. I guess it's really over now, and it has been for a I never had imagined that she'd ever go this far. Disappearing taillights, leaving me here in the dark. Disappearing taillights, it hurts to see her leaving. Sure didn't plan on being on my own. Now she's almost out of sight, and suddenly it hits me, she's about to be a memory when she's gone. Now she's long gone. Disappearing tail lights, too far away to come back now. Suppose that I'll forget her, but I'm really not sure how. I thought I saw her turning, but it was just a falling star. Disappearing tail lights, leaving me here in the dark. Disappearing tail lights, it hurts to see her leaving. Sure didn't plan on being on my own. Now she's almost out of sight, and suddenly it hits me, she's about to be a memory when she's gone. Now she's long gone. Disappearing tail lights, too far but away, I'm really not sure now. How.
So, liebe Freunde, wir kommen nun zu den mit Abstand am meisten gewünschten Liedern für heute. Und ich muss sagen, das sind zwar Songs, die ich sogar schon sehr lange kenne. Also das sind wirklich zwei bekannte Lieder, zu denen es auch wunderschöne Tänze gibt. Das heißt, alle Line-Dancer trinken, hinstellen, aufstehen, geht den Tisch wegschirmen vorher noch und get in line, und die Fennige kann den sicher auch, und alle eigentlich, ihr müsst ja das kennen, nicht? Und zwar am zweitmeisten gewünscht, ein Tanz, wie gesagt, Billy Ray Cyrus, aber es ist nicht der Electric Slide, wer den kennt, im Mittanzen. Aber ihr habt euch gewünscht, und das sehr viele, muss ich dazu sagen, von ihrem Trail of Tears. So, liebe Freunde, Trail of Tears. Ja, nichts zu danken, liebe Freunde. Das ist heute eure Wunschsendung. Das heißt, ihr seid diejenigen, die das alles sich gewünscht haben, mir dann nur eure Wünsche erfüllen. Muss ich mich jetzt nochmal recht herzlich bei der Silvia, mein Schatzi, bedanken, die das natürlich alles für euch
geschlicht hat, runtergeholt hat, geordnet hat und jetzt mir ansagt, dass ich auch immer das Richtige spiele. Ja, die Niki Nöstlinger hat früher gerade, die schreibt da gerade mit ein paar Herrschaften über das Fußballspielen. Ich habe sie mit Albin Teufel schreibt es gerade, dass sie das Fußball schauen. Hab sie natürlich sofort ermahnen müssen, ob man sie lieber auf Country Radio Revolution umschalten. Sie hat mir jetzt nur zurückgeschrieben, dass jetzt von der Arbeit erst reingekommen ist und jetzt da ab ins Bad und dann, und wie gesagt, außerdem hört sie sich ja sowieso unsere Wiederholung an. Ja, gleich für alle die Wiederholung unserer Sendungen, wie immer natürlich am kommenden Freitag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag dann von 17 bis 19 Uhr und da wird es dann die Niki hören und darum schicke ich jetzt der Niki für die Wiederholung ein super dicks Busserlei und wir sehen sie sowieso in 2-3 Wochen ist es jetzt schon in jo, Bad Ischl. Ja. Die Zeit vergeht wie im Fluge und wie gesagt, ganz, ganz liebe Grüße nach Bad Ischl und super dicks Busserlei. So, wir kommen zum Platz 1, sage ich jetzt, Bachwort. Also das Lied, der Song, der heute am... Zum meist gewünschten Lied. Genau, danke für die Unterstützung. Das ist wieder schon ein Musiker, da weiß ich weiß nicht, ob der Alfred, glaube ich, hoch der zu und viele von euch, Alan Jackson. Ja. Ihr wisst ja, Alan Jackson, ich sag's ja immer wieder, nicht? Und Kurt Binger ist ja nicht allzu viel Unterschied. Sie wäre schalt wieder. Na, Alan Jackson, wie gesagt, heute unser Spitzenreiter, am meisten gewünscht und mit dem Song Living on Love. Two young people without a thing say some vows and spread their wings. Settle down, just what they need, living on love. She don't care about what's in style, she just likes the way he smiles. It takes more than marble and tile, living on love. Living on love. Living on love.
living on love. No, it doesn't take much when you get enough living on love. You're living on love. Alan Jackson. Ja, liebe Freunde, wir sind wunderbar in der Zeit. Wir haben alle Wünsche von euch super toll durchgebracht. 2 Minuten oder 4 Minuten sogar vor der Zeit sind wir heute. Ich bin euch stolz auf uns und auf euch vor allem. Ihr habt wirklich super ausgewählt heute. Tolle Musik, tolle Sachen zum Tanzen natürlich auch. Viele, viele wirklich wunderschöne Songs. Recht herzlichen Dank. Und in 4 oder 5 Wochen gibt es ja die nächste Wunschsendung. Wir werden in die Veranstaltung wieder unsere Liste hineinstellen. Und bitte dazu wieder fleißig eintragen, dass wir wieder ein wunderschönes Programm haben, so wie heute. Einen recht herzlichen Dank euch allen. So, aber ein Lied haben wir jetzt noch drinnen, und zwar das ja. Werden wir auch noch ganz gern spielen, aber wir haben es zu Beginn der Sendung schon ein bisschen erwähnt, aber die Silvia wird es jetzt noch einmal wiederholen, um was jetzt geht. Genau. Also, das Lied ist von den Road Chicks. Es ist von dem Album Road to You und heißt Whole Nother Bottle of Wine. Und Lilly und Mario haben dazu einen Tanz gemacht, der Together Again heißt. Ja, es ist ein Beginnertanz mit 32 Counts. Er ist nicht schwer, kann ich sagen, habe ihn schon gelernt. Und ist ein wunderschöner Tanz. Ja, horcht euch das Lied einmal an. Und wenn ihr wollt, könnt ihr in YouTube schauen bei Mario und Lilly Hohensteiner. Da ist das Lernvideo drin. Shed the tears and laughter of one more chapter in the story of money and mail. But when the Chardonnay's gone, it's see you later so long, cause we tend to lose track all the time. There's a lot more to say, but it'll just have to wait, cause that's a whole nother bottle of wine. Another bottle of wine. Picking up my slack. This girl talking whispers, we're closer than sisters, sharing our hearts and our minds. But we're still solving problems when we reach the bottom of a whole nother bottle of wine. Another bottle of wine. Ja, Lina Mahofer, The Road Chicks, war unser letzter Song des heutigen Abends. Ich muss sagen, mir hat es irrsinnig gut gefallen. Zeit ist super schnell vergangen. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Blödsinn wieder geredet und euch gelangweilt. Aber ich muss sagen, die Musik war heute grandios. Es sind viele Leute jetzt schon schreiben, weil eine tolle Auswahl der Songs und super Sendung, tolle Lieder.
Ja, liebe Freunde, wir können nichts dafür. Das sind eure Lieder, eure Wünsche, eure Songs. Den Dank, diese tolle Sendung, der gehört euch ganz alleine. Wir sind nur die, die dazwischen immer wieder ein bisschen blöd reden. Ja, genau. Und das kann ich in Perfektion, liebe Freunde. Sollte mich wer vielleicht bei einer Live-Moderation hören und sehen wollen, in Dattendorf hätte uns die Chance am 31. Mai. Die Daniela Battus hat mich wieder einmal geholt. Ich darf dort moderieren. Anfurter habe ich dort. Ich werde auch wahrscheinlich Modeschau moderieren. Das heißt, es gibt eine Modeschau, Fashion bei Katharina. Ihr wisst, ich bin Fachmann, also ich weiß genau, wenn wer reinkommt, ein rotes Kleid, ein blaues Kleid. Für mich werde ich nicht wissen, aber die Katharina hat gesagt, sie will mich noch ein bisschen informieren. Ansonsten, wie gesagt, 31. Mai, Weinend Moor heißt es, glaube ich, in Dattendorf. Genau. Ganz, ganz eine super Sache. Ich weiß es gar nicht auswendig, wer spielt. Ich bin mein New Westies dort und der Willie Jones Band wird auch dort anwesend sein. Viele, viele Line-Dancer. Und natürlich auch die Paradise of Horses Line-Dancer. Es gibt einige Auftrittsgruppen, ja. Genau, aber wir sind dort mit der Old Generation, falls mich interessiert. Das kann ich auf alle Fälle schon verraten. Ja, Schatzi, war eine super Sendung. Ja. Zeit schnell vergangen. Recht herzlichen Dank an alle Hörer. Und heute lasse ich die letzten Worte einmal der Silvia über. Das heißt, die darf sich dann ganz offiziell bei euch noch verabschieden. Mir bleibt nichts anderes über, als euch noch einmal zu sagen, die Wiederholung an. Für die Niki, die ja dann erst zuhört am Freitag oder am Sonntag. Die Wiederholungen sind am Freitag von 10 bis 12 und am Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Ja, heute in einer Woche, liebe Freunde, hier bei uns live on stage am Mittwoch. Das heißt, es ist nach dem Dienstag, wobei der Dienstag ja der Feiertag ist. Das heißt, am Mittwoch haben wir da John T.C. and the Troubleshooters hier bei uns live im Studio. Und da freue ich mich schon, wir haben sie urlang schon nicht gesehen. Das ist wahr, ja. Genau, und da wird es wieder viel zum Erzählen geben, schon im Vorfeld und dann danach auch noch. Da gibt es natürlich auch wieder Fotoshooting und alles. Wird wieder ganz eine tolle Sache werden. Ja, ansonsten, ich wünsche euch jetzt schon einmal ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir sie ja irgendwo. Ihr habt ja die große Wahl, der Qual der Wahl dieses Wochenende wieder, wie immer, wo ihr sein werdet. Wir sind auf jeden